an. Forever, ein Let's Play Forever Blind dazu noch, ja. Ich kenne die Wüste ja nicht. Aber irgendwann muss man doch einfach... Nein, ich habe vielleicht habe ich ein stärkeres rechtes Bein, dass ich immer im Kreis gehe, aber das sehe ich gar nicht, weil die Kamera immer zentriert auf mich bleibt. Und nur wenn gerade keine Orientierungspunkte im Bild sind, die eigentlich immer da sind. Hey! Ich will hier raus! Moment mal! Wie lange soll ich hier noch rumlaufen? Hilfe! Aber ich renne jetzt immer nach unten und spule vor. Das geht schnell. Ich komme hier nicht raus. Hilfe! Oh nein! Ich bin verdammt. Ich bin ewig verdammt, durch diese Wüste zu laufen. Hilfe! Das ist gemein. Oh nein. Glaube ich, bin ich schon so schnell unterwegs. Boah, ich habe hier eine Spielzeit von über 10 Stunden. Boah. Verdammt, der Greif. Okay, ich renne den Weg zurück. Ich geb's auf. Hilfe! Oh Gott, ist das schlecht. Ist das schlecht? Wie kann man sich denn in so einer großen Wüste verlaufen? Okay. Naja, die Frage ist eher, wie kann man sich nicht verlaufen? Ich bin den Anweisungen der Nomaden gefolgt und habe mich trotzdem verlaufen. Verdammt! Ich glaube, die Steine leben! Oh, die haben mich veräppelt. So ein Trottel, der wird jetzt wahrscheinlich für immer in der Wüste bleiben. Haben wir den verarscht. Oh mein Gott. Hey, aber gibt's hier einen Trick? Hilfe, ich brauche eine Karte. Oh. Mir ist schon ganz schlecht von dem viel zu schnellen Bildschirmwechsel. Oh. Verdammt, wenn er nicht gestorben ist, dann wandert er noch heute durch die Wüste. Verdammt! Es ist 1.11 Uhr und ich habe nichts Besseres zu tun, als den ganzen Abend, die ganze Nacht durch die Wüste zu gehen. Okay. Wenn das meine Ausdauer trainieren würde, wenn ich dadurch mehr KP oder so kriegen würde, dann würde ich das den ganzen Tag machen. Aber das hat jetzt auch wenig Sinn hier. Aber das mit dem Forever stimmt sogar. Ah, das ist echt gemein, wenn jetzt das Spiel wirklich hier meint, es müsse mich hier für immer festhalten. Dann haben wir ein großes Problem. Dann haben wir ein ganz großes Problem. Verdammt. Beim letzten Mal bin ich aus der Karte gekommen, indem ich nach Nordwesten gelaufen bin. Aber da kommen mir immer Objekte entgegen. Ich laufe jetzt einfach nach Nordwesten. Irgendwann muss ich hier rauskommen. Irgendwann muss Feierabend sein. Gott, spätestens wenn es Nacht wird, werde ich ja auch noch in der Wüste erfrieren. Ach nee, ich habe ja meine ganzen Klamotten hierbei, meine ganzen wichtigen Utensilien. Verdammt, die Zombies waren mir lieber. Da hätte man wenigstens daneben bei noch ein bisschen leveln können. Yay, yay, yay. Nordwesten, wo ist denn, wo sind die Schädel? Ah, Hilfe. Ich werde hier bald einen neuen Schädel in der Wüste aufstellen mit meinem eigenen Skelett, mit meinem eigenen Schädel. Ich bin verdammt! Nein! Wo sind die Geister, wenn man sie mal braucht? Die könnten mich ruhig mal wieder zum Dorfplatz verschleppen. Da hätte ich nichts dagegen. Das würde mich sogar freuen. Ich glaube immer noch, habe ich immer noch den Schal um oder ist der inzwischen aus meinem Inventar verschwunden? Und wo ist Mario, wenn man ihn mal braucht? Hilfe! Ach schön, jetzt habe ich die Stelle... Ah, schade. Gerade wollte ich sagen, endlich kommen mir keine Objekte mehr entgegen, kommt mir der Stein in die Quere. Hey, aber eben gerade bin ich den Stein ausgewichen. Das klappt aber nicht immer. Oh Gott, das kann sich doch keiner angucken. Das kann sich doch echt keiner angucken. Ich habe hier schon Probleme. Oh, na, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll von diesem schnellen... Bildschirmwechsel. Was mache ich falsch? Wie komme ich aus dieser Wüste raus?
Vielleicht klappt es ja mit schnellem Richtungswechsel, dass ich irgendwann eine Bildschirmgrenze erreiche. Oh, ist das gemein. Auf der Karte sah das gar nicht so groß aus. Oh mein Gott, das hat keinen Sinn. Okay, ich werde hier offscreen weiter durchrasen, weil das hat wirklich echt keinen Sinn. Und ich glaube, dann arbeite ich sogar mit Safe State vor der Wüste. Weil ich habe keine Lust, nochmal so gefangen zu werden. Aber wir gucken einfach mal. Ich mache mir erstmal einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Ach, ich mache hier gleich weiter. Let's find the way. Wir gucken einfach mal. Ich bin draußen. Großartig. So. Jetzt aber hier vernünftig. Okay. Ich muss nach Westen bis zu den drei Steinen. Okay. Da sind sie. Gut. Dann geht's wieder ab in den Süden. Hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Da ist Süden der Steinhaufen. Nordwesten. Westlich, nördlich, westlich. Da ist ein Kaktus, da ist ein Kaktus. Da ist ein Kaktus. Ich bin draußen. Ich bin draußen, verdammt. Besser als drin. Aber irgendwas mache ich falsch. Ich probiere es jetzt mal mit steiler nach Norden. Okay, drei Steine. Restlichen Steine und ab nach oben. Immer nach Nordwesten. Das sieht schon wieder schlecht aus. Verdammt! Bis zu drei Schädeln. Moment mal. Da stimmt was nicht. Nordwesten. Okay, dann gehe ich mal jetzt einfach in Richtung Westen. Draußen. Dann gehe ich jetzt bis zu dem Kaktus da im Westen und dann gehe ich nach oben. Verdammt! Irgendwie muss ich doch irgendwie weiterkommen. Hey, ein Kaktus! Yay! Überall Kakteen hier. Kann ich mit den Dingern eigentlich noch reden? Nein, natürlich nicht. Okay, nach Westen bis zum Kaktus. Alles klar, nach oben. Bis zum... Ich gehe wieder nach Westen. Zum Kaktus. Ich gehe wieder nach oben. Jawohl! Ja! Yay! Wunderbar. Hier sind Schädel. Hier sind verdammte Dinosaurier-Schädel. Ich habe jetzt schon Angst. Okay. Dann einfach nach Norden. Das sollte jetzt die leichteste Übung sein. Oh, großartig. Ich habe den Eingang gefunden, beziehungsweise den Ausgang. Ich bin durch die Wüste, ich bin durch die Wüste. Was erwartet mich hier drüben? Da ist eine Stadt oder ein Schloss oder ein Dungeon oder was auch immer. Da ist ein Steg. Balkan. Der Balkan. Hey, ein Dorf und eine Festung oder ein was auch immer. Menschen? Lawyer. Eingebrochen. Ah, großartig. Schau, Schwester. Es ist Robwood? Nein. Wer ist Robwood? Tut mir leid, mein Bruder hat einen Fehler gemacht. Robwood ist ein Dieb. Aber dennoch hat er ein gutes Herz. Aha. Robin Hood wird also auch in diesem Spiel parodiert. Cool. Robwood nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Alles klar. Rob wurde schon im Schloss gefangen genommen. Ich bin sehr besorgt. Oh mein Gott. Ach, mit dir will ich gar nicht reden. Yeah, er hält mich für Rob Hood. Wood. Luis ist die ganze Zeit am Trinken. Ah, die Stimme macht mir Sorgen bei dem kleinen Mädchen. Ah, du bist also Luis, ja? Hallo, ich bin Luis Trinker. Ich trinke aus Kummer. Okay, sehe ich. Nicht. Du trinkst, sehe ich. Aber nicht, dass du aus Kummer trinkst. Warum trinkt er aus Kummer? Naja, vielleicht erfahren wir es ja noch. Vielleicht besorgt er sich ja auch um
Rob Wood. Goldfische. Oh, oh, nein, ich mache lieber nichts. Nicht, dass ich die wieder fresse. Aber ich glaube, nach dieser langen Wüstenwanderung könnte ich mal eine Nase Schlaf gebrauchen. Aber ich schlafe nicht in fremden Gemächern. Gut. Vielleicht finden wir auch ein Hotel oder ähnliche Einrichtung. Was ist denn hier in diesem Haus? Ein Marcel, der Maler. Hm. Hallo, Luxleckling. Hey. Hallo, willst du einer meiner Gemälde kaufen? Oh, nein? Naja, eigentlich, Du hast ein Kätzchen, wie cool... warte mal, was? Hey, du hast eine Tierallergie, bist du ein Trottel? Okay, vergessen wir das.